Es gibt noch mal ein kleines Update zu diesem selbstkonstruierten Triebwerk. Heute geht es vor allen Dingen um zwei Gehäuseteile. Das ist zum einen dieses Rohr hier hinten, was aus Edelstahl gefertigt worden ist. Sieht jetzt erstmal relativ simpel aus, nur ein Rohr mit ein paar Löchern drin. Im Endeffekt war das aber doch relativ viel Arbeit für mich, weil es eben gar nicht so einfach ist, so ein großes Werkstück, zumindest groß im Vergleich zu unserer kleinen Drehbank, zu spannen und sparen zu bearbeiten, dass es genau wird. Und das seht ihr aber gleich auch nochmal alles, wie das dann bearbeitet worden ist im Endeffekt. Das zweite Bauteil ist die Abdeckung von dem Radialverdichter hier vorne, der so quasi die Gehäuseabdeckung. Da ist jetzt zum ersten Mal ein neues Verfahren zur Anwendung gekommen. Und zwar habe ich dieses Bauteil im 3D-Druckverfahren hergestellt bzw. herstellen lassen. Das ist jetzt ein Harz, der mittels Laser ausgehärtet wird. Und das Material sollte ungefähr formstabil bis 200 Grad sein. Das heißt, es könnte sein, dass das reicht. Kann auch sein, dass man das Teil im Endeffekt nochmal aus Aluminium fertigen muss, was natürlich viel aufwendiger wäre. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden, wie das Bauteil hier ergeben hat. Ich zeige jetzt aber auch erst nochmal, wie das konstruiert worden ist. Das ist gar nicht so ganz trivial gewesen, weil wir erst den Radialverdichter vor ein paar Jahren vermessen mussten und wie dann aus der Geometrie des Radialverdichters letztendlich dieses Bauteil entstanden ist. Anschließend seht ihr dann nochmal kurz, wie das Rohr hier hinten entstanden ist. Und dann erzähle ich am Ende des Videos noch, was fehlt jetzt eigentlich noch, bis das Triebwerk komplett ist, bis wir es endlich mal testen können. Das ist nämlich gar nicht mehr so viel. Thank you.
Wie ihr hier beim Gehäuse sehen könnt, habe ich mich da einmal etwas vermessen und dementsprechend sind da jetzt auch 3 Löcher zu viel drin. Die müssen natürlich noch entweder abgedeckt werden mit einer Aluklebefolie oder eine Schraube noch reingedreht werden und abgedichtet werden, sodass dort kein Gas ausströmen kann. Weiter seht ihr hier an dem frontalen Gehäuseteil, dass dort noch eine Nut ist. Dort kommt ein O-Ring rein, sodass der auch noch ein Ausdringen vom Gas zwischen den beiden Gehäuseteilen verhindert werden soll. Und letztendlich ist das Triebwerk damit schon relativ vollständig. Das einzige Teil, was wirklich noch fehlt, ist das Turbinenrad. Da muss ich mal schauen, wo ich das fertigen lassen kann. Ansonsten muss ich noch ein paar Änderungen am Wellentunnel vornehmen. Da sollen noch so ein paar Kühlbohrungen, nenne ich es jetzt mal, eingeführt werden. Und natürlich fehlt auch noch der Durchgang am Gehäuse für die Spritzufuhr und das Öl, die Ölzufuhr für die Schmierung der Kugellager.